In dieser Stadt gab es noch nie einen schwarzen Kopf. Wir glauben, Sie sind der Mann, der hier neue Wege ebnen könnte. Hallo, hier ist Ron Stallworth. Mit wem spreche ich bitte? Hier ist David Duke. Großmeister des Ku Klux Klan, der David Duke? Gott! Soweit ich mich erinnere. Was kann ich für Sie tun? Nun, da Sie fragen, ich hasse Schwarze. Ich hasse Juden, Mexikaner und Iren, Italiener und Chinesen. Aber mein Wort in Gottes Ohr, am meisten hasse ich diese schwarzen Ratten. Ehrlich gesagt hasse ich eigentlich jeden, der kein reines arisches Blut in seinen Adern hat. Dann spreche ich mit einem echten weißen Amerikaner. Gott segne das weiße Amerika. Der Ku Klux Klan plant einen Angriff. Wie schlagen Sie vor, diese Ermittlung zu führen? Ich habe telefonisch Kontakt aufgenommen. Wir brauchen einen weißen Officer, der mich spielt, wenn Sie sich persönlich treffen. Bist du für die weiße Rasse, Ron? Oh, scheiße, ja. Gemeinsam werden wir ein Ron Stallworth. Kriegen Sie das denn hin? Mit dem richtigen weißen Mann kriegen wir alles hin. Wann hat ein Neuling das letzte Mal eine Ermittlung geleitet? Oh, richtig. Noch nie. Okay, freunde dich an. Lass dich von ihnen aufnehmen. Und, was treibt die Jungs so? Kreuze verbrennen, Protestmärsche. Das wird ein bedeutendes Jahr für uns. Du stellst zu viele Fragen. Bist du undercover oder sowas? Lasst uns vereint und organisiert den Rassismus bekämpfen! Bist du für die Befreiung der Schwarzen? Die Macht dem Volk. Alle Macht dem ganzen Volk. Alle Macht dem ganzen Volk! So ist es, Schwester. Für dich ist es ein Kreuzzug, für mich ein Job. Du bist Jude. Macht dich der ganze Hass nicht wütend? Du machst den Judenlügendetektor-Test. Warum tust du so, als hättest du damit nichts zu tun? Ich sage euch, der Krieg wird kommen. White Power! Red Power! Ritter des Ku Klux Klan. Das sind wir. Die Stallworth-Brüder. Es läuft, Baby. America first. America first. America first. Hätte ich gewusst, dass das eine Clan-Versammlung wird, hätte ich den Scheißjob nicht gemacht.